Herzlich willkommen vom Hamburger Flughafen. Heute nimmt euch Tobi auf seinem ersten KLM-Flug mit nach Amsterdam. Wie üblich beginnt meine Reise am Hamburger Flughafen erstmal in der Hamburg Airport Lounge. Und siehe da, die Kritik hat sich gelohnt, die Auswahl an Speisen hat sich zumindest ein wenig verbessert. Ein wenig. Und dank Qatar Airways hat der Hamburger Flughafen mit Doha ein weiteres Langstreckenziel im Angebot. Dazu kommen noch Dubai und Teheran. Und hier kommt auch schon der Star des heutigen Videos, allerdings mit über 30 Minuten Verspätung. Eine Embraer E190 von KLM Cityhopper. Von meinen Lieblingsgates aus könnt ihr das Flugzeug, in dem Fall die Embraer EH190 von KLM Cityhopper, zu Fuß besteigen. Richtig cool. Ich sitze übrigens heute auf Platz 20A, deshalb nutze ich die hintere Kabinentür. Die Sitze sind in einer 2-2-Konfiguration angeordnet. Der Sitzabstand bzw. die Beinfreiheit könnte ein wenig besser sein. Ich bin 1,87 Meter groß. Individuelle Airvents finden wir auch über uns. In der Sitztasche vor uns befindet sich unter anderem eine Safety Card. Und ein wirklich cooles Bordmagazin. Als kleines Kind habe ich mir diese Art von Magazin wirklich sehr gerne durchgelesen, denn hierbei lernt man auch etwas über die Flotte und über das Streckennetz der jeweiligen Airline. Und wir hören uns aus der Luft wieder. Nun viel Spaß mit dem Start.
So lässt sich der Tisch auf und zu klappen. Verstellen kann man ihn leider nicht. Ja, an Bord gab es dann Käsecracker sowie eine kleine Flasche Wasser. Andere Sachen konnte man auch nicht käuflich erwerben. Ein wenig enttäuschend. Abgesehen von der etwas geringeren Beinfreiheit gefällt mir das Design der Sitze wirklich gut und sie sind auch sehr gemütlich, wie ich finde. Deutlich besser als die Sitzplätze in neueren Flugzeugen. Der Waschraum stellt ebenfalls keine allzu große Besonderheit dar. Er ist sauber, aber nicht sonderlich groß. Ja, wie fällt denn jetzt mein Fazit zu diesem KLM-Flug aus? Ja, es war einfach nichts Besonderes. Ich habe von Freunden und Bekannten viel Gutes über KLM gehört. Ich kann jetzt hier auch nichts Negatives berichten. Aber insgesamt habe ich einfach vielleicht deutlich mehr erwartet und der Funke ist nicht so wirklich übergesprungen. Nichtsdestotrotz gibt es bei diesem Flug nichts zu bemängeln.